Hey, ciao zusammen, willkommen beim Raymond in der Appelkiste für die nächste Folge Stardew Valley auf dem David Hasselhoff. Wir haben in der letzten Folge das erste Mal unsere Tiere können willkommen heißen. Wir haben diverse Hühner gepostet, vier Hühner und ja, das mit dem Füttern und so, das hat mich jetzt gleich noch ein Wunder genommen, darum habe ich mir erlaubt, vor dem Start von dieser Folge nochmal in Stardew Wiki reinzuschauen und habe da Folgendes festgestellt, dass das Silo scheint relativ wichtig sein. Silo ist eines der erwerbbaren Hofgebäude, welches von Robin im Schreinerladen erworben werden kann, nach 2 Tagen fertiggestellt ist. Das Silo dient der Speicherung von Heu, welches auf dem Hof gesammelt wurde. Wenn der Spieler mit der Sense das Gras auf dem Hof mäht, gibt es eine Chance von 50%, dass dieses automatisch als Heu im Silo gespeichert wird. Jedes Silo kann bis zu 240 Heuballen speichern. Den Fünfstand kann man sehen, indem man einfach an das Silo tritt und mit diesem interagiert. Besitzt man mehrere Silos, wird der Füllstand automatisch zusammengezählt. Alternativ kann man das Heu für 50 Gold pro Stück kaufen. Das Heu ist über den Einfülltrichter in den Viehhäusern entnehmbar und wird zu deren Fütterung bei schlechtem Wetter oder im Winter verwendet. Es empfiehlt sich also, das Silo als erstes Farmgebäude zu errichten, da es den geringsten Materialaufwand hat. Außerdem kann man sich so bereits einen kleinen Vorrat an Heu anlegen, bevor man Tiere gekauft hat. Das Schneiden von Gras mit einem Schwert erzeugt kein Heu. Dafür benötigt man zwingend die Sense. Okay, also Silo kostet nur 100 Gold im Verhältnis, aber 100 Steine, 10 Lehm und 5 Kupferbarren. Aber so wie es tönt, scheint das Silo noch relativ wichtig zu sein. Warum wir uns jetzt eigentlich nachher dann Gott um das werden kümmern. Entschuldige, was gestern bei mir passiert ist. Meine Mutter kann manchmal echt schlechte Laune haben. Vergiss bitte einfach, dass das passiert ist. Penny. Penny, Penny, Penny. Hallo Rainy. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden am Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Dimitrios. Okay. Danke, Dimitrios. Das Erste, was wir jetzt gerade wirklich gerade machen, sonst vergiss ich das, 100 Steine, 10 Lehm, 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 habe ich den aufgepackt? Nein, Lehm. Wir haben doch sicher 10 Lehm. Ich habe ja immer wieder gesagt, der Lehm sei ich da. 10 und 5 Kupferbarren. Oh oh. Mal, haben wir auch. So. Und 100 Gold haben wir auch. Darum gehen wir uns jetzt instant ein Silo basteln. Haben wir da noch eine Melone? Eine Goldmelone können wir abgeben. Haben wir irgendwo, das schaue ich gerade noch schnell, haben wir die irgendwo? Haben wir, nein, eben gerade Melone haben wir gesagt, ja, da haben wir ja eh. Da haben wir ja eh keine. Genau, das mit den Melonen, das habe ich versiebt. Respektive ganz erst mal schnell unsere Hühner schauen, wie es denen so läuft. Die Hühnchen, aber noch keine Eier, die sind noch Pötti. Noch 3 Pötti, ja? 3 auf 3. Weil, dass es sicher einen Platz braucht, denke ich. Hauen wir das gerade auf, wenn ich gerade da bin. Tue ich da noch schnell. Oh, sehr gut. Zack und. Kreislebenselixier. Haben wir die Standardbilds? Haben wir doch alles. Violettbilds brauchen wir noch. Standardbilds brauchen wir gar nicht. Ist das richtig gewesen? Was ist denn da noch? Das könnte man auch mal machen. Violettbilds. Die Standardbilds brauchen wir gar nicht. Okay. Alles klar, jetzt gehen wir uns aber das Silo basteln. Ich würde es gerade da oben herstellen. Wenn sie dann überhaupt Zeit hat für uns. Ja? Ein Buch, je. Yeah. Und nochmal ein Buch, je, yeah, das wir nicht brauchen können. Also, wir können schon brauchen, aber. Nicht in dem Maß, das ich gerne hätte wollen. 22.00 müssen wir uns im Kopf behalten.
noch ein Lehm. Oh yeah. Es ist verschlossen, 9 Uhr. Haben wir noch die Zeit mit der Geschichte vorher alles gewässert. Yo Linus, was geht ab? Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Wir reden gerade noch schnell. Das ist eine einfache Jahreszeit für mich. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, warm zu bleiben. Ja, ab morgen. Seht's dann vielleicht oder Schluss. Oh, Hungerblöd. Hallo. Hofgebäude richten. Und zwar hätte mir gern ein Silo bauen. Und zwar da oben. Gern. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Silo zu arbeiten. Danke. Mein Mann hat letzte Nacht fast das Haus mit seinen Experimenten in Brand gesteckt. Einer seiner Kolben ist explodiert und hat einen Feuerball in die Dachsparren geschossen. Jopa sei Dank habe ich feuerresistenten Lack genommen, als ich das Haus gebaut habe. Ja, der liebe Demetrius, ja. Das ist schon ein Spar. Dann nehmen wir mal so eine Hand, falls wir unsere liebste Penny noch sehen unterwegs. Da drinnen ist sie! Penny! Hey! Penny! Hey! Hey! Penny! So ein richtiger Stalker. Rostiger Löffel. Haben wir auch schon abgegeben. Oh Mann. Dort hat es Fisch, das sehe ich auch. Aber wir sind gerade nochmal ein rostiger Löffel. Willst du mich verarschen? Wir sind gerade dieser Weg mit anderen Sachen beschäftigt. Zuerst mal Geschenk. Danke dir, das sieht speziell aus. Also, der grüßt deinen Hof gern. Es muss schön sein. Nein, so schicken Ort. Ja. Sorry, Penny. Aber weißt du, wegen unseren Hühnern müssen wir schauen. Nicht, dass denen noch etwas passiert. Yo. Ist die nicht kalt? Sie machen die Pullover nicht so wie früher. Ich weiß mit drin. Danke. Okay. Das Chili hat ihm jetzt nicht so gut gefallen, wenn ich jetzt mir erhofft hätte, ehrlich gesagt, aber. Ja, no. Wir haben immerhin zwei rostige Löffel. Toll. Da wird es noch weit drüber. Ich habe sie gesehen, Daniel. Das ist gar nicht meine. Nein, bin ja froh, weiss der mich immer wieder gekonnt und sehr dezent auf Sachen hier, die ich könnte übersehen haben. Jetzt muss ich da auch noch schnell. So. Und jetzt. Ich glaube, wir müssen heute ja, fällt mir gerade auf, wir müssen ja heute eigentlich gar nichts wässern. Wir machen schon eh alles weg. Das ist eigentlich alles, was heute noch gewachsen ist. A tomato! Alles verkaufen. Das ist ein bisschen schade, was da alles nicht gewachsen ist. Aber da. Mais ist noch gut. Mais wächst viel und schnell. Und irgendwie das Gefühl, das ist keine schlechte Investition gewesen. Noch ein. Aber der Rest. Oder bleibt jetzt der Mais nicht sogar noch stehen? Das wäre natürlich noch oben raus. Da nichts abgeben. Nichts abgeben. Sogar die rostigen Löffel können wir verkaufen. Zack. Gewöhnlicher Pilz, eben die haben wir auch abgeben. Weintrauben abgeben, das abgeben. Melonen abgeben, das abgeben. Pepperoni. Jetzt tue ich mal Schelena verkaufen, das nimmt mich nämlich ein bisschen Wunder. Ob das noch viel wert ist. Das Chili. Ja, es tut mir fast ein bisschen weh, das Zeug nicht zu wässern, aber. Das ist jetzt halt. Solaressenz tun wir mal noch da rein. Respektiv. Ach, was ist jetzt das schon wieder gewesen, wo wir.
mir nicht mehr sicher. Bienenhaus. Ahornsirup. Für das müsste man aber an einem Baum schon so einen da haben. Und ich warte eigentlich, bis der Baum da wächst. Eben. Was könnte man denn noch? Die da, so Teleport-Dinger. Teleport-Tod. Berge. Bringt dich direkt in die Berge. Wird bei Benutzung verbraucht. Ah, es ist eben, das ist ein Scheiß. Die kannst du einmal nutzen und dann sind sie gerade weg. Das ist ja mega schade. Webstuhl. Kiefernteer. Wirkt zum Geier. Käsepresse. Mayonnaise-Maschine. Macht Eier zu Mayonnaise. Also so eine müssen wir eigentlich schon fast machen, oder? Mayonnaise-Maschine. 15 Holz, 15 Stein, 1 Erkerstall, 1 Kupferbarren. 1 Erkerstall, 15 Holz. Oh, wir haben fast kein Holz mehr. 15 Stein. Und 1 Kupferbarren. So, und jetzt hätten wir eine Mayonnaise-Maschine erstellen. Yeah! Hier können wir eigentlich gerade. Können wir diese gerade rein tun? Yeah! Beast. Chick the Rapper. Flupper Woody. Und Crawl the Warrior King. Yo. Mayonnaise-Maschine. Hier. Nachher kommen wir da drüber. Okay. Ja, für das ist dann das Silo gut. Das heisst, wir hauen jetzt auch noch nicht. Kann ich den hier eigentlich abbauen? Ja, okay. Den tue ich mir jetzt mal merken. Den tue ich mal da rein. Ich finde, ich habe mir das mit dem Gold kaufen nochmal überlegt, aber es ist einfach schon. Es ist einfach zu teuer. Qualitätsdinge. Das mit dem Holz stresst mich jetzt gerade ein bisschen. Wieso haben wir nur so wenig Holz eigentlich? Nur 30 Holz. Wir müssen mal wieder ein bisschen Holz umtun. Ein bisschen holzen. Ich war schon lange nicht mehr am Holzen gewesen, wie es aussieht. Ich muss einfach schauen, dass wir um 22.00 noch ein bisschen Puste haben, zum Fest gehen. Nicht, was wir nicht, oder? Ihr wisst schon. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, wo so ein Fest am Abend ist, wenn mich nicht alles täuscht. Die anderen sind immer so den Tag durch gewesen. Das heisst, dass jetzt das Fest eventuell die Folgenlänge ein bisschen die Länge zieht. Aber das ist ja gleich, oder? Wenn wir uns die Energie sparen vom Gießen. Können wir die ins Holz hacken investieren. So. Alles rumtun. Weil, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das war ja das letzte Mal so gewesen, ist nachher ziemlich schnell alles sehr verwildert gewesen. Nach dem Wechsel in die neue Jahreszeit. Ich wundere mich, dass das mal auch wieder so ist. Dass der Baum da oben nicht wächst, das stresst mich. Was haben wir? Ahornsamen, Eicheln. Jetzt müssten wir noch von diesen Tannenähnlichen da Kiefern umtatschen. Können wir nachher auch wieder ein paar Snacks machen. Apropos, wann genau? Können wir nach Brief nochmal anschauen? Wann war es? Um 10 Uhr? Briefe. Will ich es einladen? Tanz der Mondlichtmann. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Heute um 10 Uhr.
bisschen Angst, dass ich das verpasse. Hauen wir noch den schnell ab. So. Was war eigentlich die Belohnung vorher gewesen? Belohnung, dass man dort... Ah ja, so ein Ring, der nichts genützt hat. Das ist ja voll... Das ist ja voll lame. So ein Ring mit knappen Dingens, das ein bisschen näher das Zeug einsammeln, so ein bisschen mit dem Magnet. Aber das ist ja gerade ein bisschen schwach gewesen. Aber ja, noch. So, dann können wir da wieder zwei machen, glaube ich. Zack. Hauen wir da noch ein Hartholz raus und nachher begeben wir uns dann runter. Ich will es eben nicht verpassen. Das wäre ein peinlich. Weil auf den Tanz von der Mondlichtquelle da haben wir schon ewig drauf gefreut. So. Dann Holztag, zack. Den Rest nehmen wir alles mit. Yes. Dann wünschen wir diesem Saatgut noch gut zu überstehen. Von der Herbst sollte ja eigentlich als nächstes kommen. Auf den Winter bin ich gespannt, ob der alles so weiss ist. Das wäre noch lustig. Und dann gehen wir mal in den Strand runter. Da via dem Weg. Es sind noch ein bisschen früh, aber wir können ja noch ein bisschen fischen und so. Respektive da noch schnell unsere Aufzüge machen. Tun wir da rein. Respektive die nehmen wir mit. Das kriegen wir fort, das ist doch eine leichte Zeit. Also bitte. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die lassen wir aber noch da. Und jetzt gehen wir oben. Es ist ja schon 6. Schon 20 ab 6. Also bitte. Jetzt müssen wir langsam aber sicher. In die Vollen. Die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet. Komm später zurück. Ja, wann? Wann? Liebe Freunde. Um 10 Uhr hat es geheißen, oder? Ich hätte doch noch ein wenig Zeug zusammenlesen. Weeeeeee, grüne Alge gefangen. Und Supermonsterfisch. So, noch Kiste schnell abgegriffen. Super Sache. Einfach so unerwartet. Und eine Brasse. Und Skelettschwanz. Ja, yeah. Toll. Mm. Skelettschwanz haben wir schon. Haben wir schon abgegeben. So. Das ist nochmal eine Brasse, wird sich irgendwie nicht. Hi du! Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist gerade Hochsaison des Sommers. Okay, cool Junge, cool. Ist da noch im Fischen? Während Lea uns vorbeizieht. Und eine Brasse, wer hätte das gedacht? Lea. Das ist ein wirklich nettes Geschenk für dich. Was sollte ich an so einem Tag nur tun? Irgendwelche Ideen? Fische. Ist es wirklich genau am Punkt 10, wo wir hier rausstechen? Oder wie sieht das aus? Oh, da ist ein ganz fauler Fisch. Sag ich, etwas fängt da oben gut an. Ja. Schlange ich mal wieder selber in dem Spiel. Ein Hecht.
Und? Wird immer noch vorbereitet, okay. Keine Vorbereitung, hä? Wir sind schon bei 20 Minuten. Wow. Das ist aber ein Jumpy-Fisch, du. Noch schnell die Kiste. Es hat noch eine zweite Kiste gegeben, hä? Ein Hecht und? Anka, Gunther, kann die mir darüber erzählen? Ein Diamant und zwei Geode. Wow. Okay. Krass. Ein seltener und wertvoller Edelstein. Und zwei Geode. Ey, was ist denn jetzt das gewesen? Voll geil. Ich bin so gespannt auf den Tanz der Mondlichtquallen. Oh, 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 oh. Vergambelt. Keine Hecht. Die heutige Veranstaltung wird gerade vorbereitet in Association with Maxell. Und noch drei Pulz. Du bist langsam erschöpft. Stimmt. Und nochmal eine Brasse. Das finde ich klasse. Wir halten jetzt noch. Ist das Berine? Die Trube. Wenn man weiß nie, vielleicht brauchen wir auf einmal da Energie, nachher kannst du wieder nichts mehr trinken, essen und nachher haut es dich um. Bevor ich jetzt aber hier einen Fehler mache, Tanz der Sonnenquallen oder irgendwie so. Ich will nicht, dass ich es verpasse. Nein, nicht. Ich bin ja schnell im Wiki hin. Tanz der Mondlichtquallen, genau. Tanz der Mondlichtquallen, ne? Ja, stattfindet. Das Festival macht 20 Tage des Sommers. Das Festival beginnt, indem man zwischen 22 Uhr und Mitternacht den Strand betritt. Okay, der Rest nimmt mich gar nicht wunder. Ich habe einfach jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass ich etwas falsch interpretiere und darum das fast verpassen. Das hat mich nicht angeschissen. Jetzt, hä? Jetzt können wir gehen. Let's roll! Oh, so schön! Und der Shop ist da. Der Shop ist da. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Yes. Mondlich Quallenbanner. Wolken. Aukleber, da fällt das F. Raumschiff, moderner Teppich. Meerschaumpudding. Ui. Plus 4 Fischen. Wow. Da könnte man ja nachher fischen. Wie? Also, aber kostet 5000. Ich glaube, das Paul. Das kostet Paul. Sag gar nicht davon, nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Befehl gibt. Mondlichtquallen. Ich frage mich, wie die schmecken. Das ist Buffet, ich hasse. Ich will das natürlich nie versuchen, ne? Das Leben ist für eine Qualle so einfach. Sie einfach für immer von den Wellen tragen lassen. Okay. Ich will den seltenen grünen Wappel sehen. Ich frage mich, ob die giftig sind. Soll ich eine seltene und aufregende Sache, nicht wahr? Ich dachte, da hätte sich etwas bewegt, etwas Großes, etwas Dunkles. Ich nicht. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen, ich vergesse es jedes Mal. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt es so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Es ist ein ganz schön große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleibe lieber hier drüben in der Nähe des Strands. Die Quallen war von einem Jahr hier und nächstes Jahr werden sie wieder sein. Die Natur ist schon beeindruckend, irgendwie nicht. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Babys. Schön.
Guten Abend, Rainy. Die Mondlichtquallen sind nahe. Ich habe schon einen in der Ferne leicht sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Die meisten Nachtfische hätten ausgelöscht. Diese hier sind seltsame Ausnahme. Yo. Was denkst du, soll ich das Boot jetzt losschicken? Noch nicht. Dort, ich habe etwas leicht sehen. Oh, es ist weg. Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Oh nein, mich nicht. Oh, Mist. Weggedruckt. Wir haben mit Penny geredet, also. Lass knacken. Ja, lass mal los. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Tanz der Mondlichtquallen. Das fährt bei mir aus dem Bild raus. Endlich mal. Ist das falsch, wenn ich mich frage, ob ich nicht einfach so eine kann und einen Ring heranhängen? Da hätten wir auch immer Licht. Steht doch hinter der Penny, aber der Penny schaut das völlig falsch an Ort. Und Möwe dort denken sich so, Möwe. Wie heisst die schon wieder? Denken so, ja, danke, Mann. Das ist die Chefqualle da. Der Tanz. Die Mondlichtquallen. Muss einem ins Auge fallen. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Wir brauchen Silos. Wie unpassend. Jo, aber das wäre der Sommer gewesen. Wir gehen ins Bett und begrüßen den Herbst. Mal ein bisschen Geld gemacht, aber wir haben auch ein Silo in Auftrag gegeben. Und sind jetzt hochgespannt, wie der erste Tag im Herbst aussieht. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Was für ein Cliffhanger! Dum, 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 dum. Wir haben auch noch einen Skelettschwanz und grüne Algen dabei. Aber auch einen Anker. Ein Anker! Ein Diamant und eine Geode. Und das werden wir in der nächsten Folge aufplätschen lassen. Hey, danke für immer fürs dabei sein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Bis dahin bleiben, zu machen, scheiße. Und ciao zusammen, bis bald im Herbst. Tschüss!